Eltern, junge Eltern, werden in ihrem Leben vor eine besondere Herausforderung gestellt. Ich weiß das, ich habe 2 Kinder, 4 Jahre und 1,5 und weiß, was für eine extreme Herausforderung, eine herausfordernde Lebenssituation das ist. Auf einmal dreht sich gefühlt 99% meiner freien Zeit um die Kinder, um das Kleinkind, das Baby und viele mentale und körperliche Herausforderungen. Schlafmangel, das Kind die ganze Zeit herumtragen, weil es nicht einschlafen möchte. Emotionaler Stress, ja? Die fängt schon an bei einer Schwangerschaft, die vielleicht manchmal mit Komplikationen verbunden ist. Mit der Geburt eines Kindes, mit dann den Nächten, wo man viele Dinge, viele neue Aufgaben hat, wo man keine Routine hat, wo man ins kalte Wasser geworfen wird und da dann oftmals gar nicht weiß, okay, wie sollte ich mich jetzt richtig verhalten, ja, und einfach Dinge herausfinden muss und dann auch manchmal damit leben muss, dass man vielleicht emotionale Reaktionen hat, die nicht das ist, was man sich wünscht, ne, dass man dann irgendwo vielleicht gestresst ist, laut wird, vielleicht dann, Schlafmangel, der kleine Rotzig, ja, macht nur, was er möchte, tanzt einem auf der Nase herum und man wird mal laut und schreit und denkt sich dann am Ende, das war eigentlich nicht so die Reaktion, die ich mir von mir gewünscht hätte und was habe ich da gemacht und hat vielleicht Selbstvorwürfe. Und was der Sport, das Fitnesstraining macht, ist, er stärkt deine emotionale und körperliche Leistungsfähigkeit und sorgt dafür, dass du in der Lage bist, gerade in diesen extremen Situationen ausgeglichener und besser zu reagieren. Und deshalb ist Gesundheitsvorsorge, der Sport für junge Eltern essentiell. Und das Problem gerade bei den Mamas ist, dass sie in einen Modus der völligen Selbstaufgabe, dieses Modus der Selbstaufgabe reinrutschen und ihre gesamte Zeit und Energie nur noch dem Nachwuchs widmen und die Selbstpflege vernachlässigen. Und da gebe ich immer ganz gerne das Beispiel aus dem Flugzeug. Ja, im Flugzeug, wer schon mal geflogen ist, gibt es diese Sicherheitseinweisung. Und diese Sicherheitseinweisung gibt es das Szenario Druckabfall. Druckabfall in der Maschine, was passiert? Die Klappen gehen oben auf, Masken kommen runter. Und dort sieht man dann meistens in diesem Video eine Frau mit einem Kind. Und da frage ich immer, ja, wer setzt sich jetzt als erstes die Maske auf? Und viele Mamas direkt instinktiv dem Kind als erstes. Ne, weil sie als erstes immer nicht an sich denken, sondern an das Kind. Und sie sagen, nein. Nein, immer die Mutter setzt sich als erstes die Maske auf. Aber warum? Druckabfall, kein Sauerstoff, Ohnmacht, die Mutter wird ohnmächtig. Kann sie dann sich noch um das Kind kümmern, dem Kind helfen? Nein, kann sie nicht. Eine Mutter und auch Väter müssen durch Gesundheitsprävention dafür sorgen, dass sie einsatzbereit bleiben, dass sie gesund bleiben, um sich weiter um ihr Kind kümmern zu können. Denn was bringt mir diese Selbstaufgabe, wenn ich sozusagen mich nur um das Kind kümmere, wenn ich keinen Sport mache, als essentielle Gesundheitsprävention, der dafür sorgt, dass ich nicht krank werde oder weniger krank werde und körperliche und mentale sowohl Erschöpfungs- als auch Abbauerscheinungen entgegenwirkt. Was bringt mir das, wenn ich das vernachlässige und dann oder einen Bandscheibenvorfall habe oder irgendwelche anderen Einschränkungen, die auf einmal dafür sorgen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Job als Mama oder als Papa in Angriff zu nehmen. Und deshalb, ich muss mir für diese Gesundheitsvorsorge die Zeit nehmen, genauso wie ich mir die Zeit nehme, die UNU-Untersuchungen mit dem Kind zu machen, Zeit nehme, gewisse Untersuchungen oder ärztliche Behandlungen an mir selber vornehmen zu lassen, wenn ich krank werde oder wenn ich irgendwelche Verletzungen oder Einschränkungen habe, um wieder dafür zu sorgen, dass meine Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Ja, das habe ich ja. Ich habe ja einmal sagen, den Pfeiler der Gesundheit präventiv, dass ich erstmal gesund bleibe und den dann reaktiv, dass ich wieder gesund werde. Ja, und wenn ich jetzt krank bin, werde ich ja trotzdem Medikamente nehmen, zum Arzt gehen, um wieder gesund zu werden. Ja, und genauso ist es essentiell für Eltern dafür zu sorgen, es ist eure Pflicht als Eltern dafür zu sorgen, dass ihr gesund bleibt, um weiter gute Eltern zu sein, um als Eltern fit und einsatzbereit für eure Kinder zu sein.